Anlass ist der Internationale Frauentag, der ja in diesem Jahr zum allerersten Mal Feiertag in Berlin ist. Und uns ging es hier um die Frage klischeefreie Berufswahl für Männer und Frauen. Und der Beruf der Müllwerkerin ist ja einer, der nicht gerade typischer Frauenberuf ist. Und doch gibt es einen riesen Bereich in der Abfallwirtschaft, wo eben Frauen auch berufliche Möglichkeiten haben. Und das zu zeigen heute hier mit dem Treffen der Müllwerkerinnen aus ganz Deutschland bei der Berliner Stadtreinigung, das war eine ganz tolle Erfahrung. Ich war vorher im Einzelhandel tätig und ich hatte es einfach satt, immer im Schichtdienst zu arbeiten. Spätschicht, ich bin erst um 11 zu Hause gewesen. Ich wollte einfach humanere Arbeitszeiten. Ich habe 2 Kinder und ich wollte einfach ein bisschen mehr Familienleben. Nicht nur den Sonntag. Es macht Spaß einfach. Körperlich ist es schon was anderes, weil ich vorher aus dem Friseurbereich komme, also ganz femininen Beruf, und das ist jetzt was ganz anderes, aber es geht. Das Ziel, das mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass kein Mensch, Mann oder Frau, irgendwo gesagt kriegt, das kannst du nicht werden. Es geht einfach darum, wenn jemand sagt, ich möchte Müll holen, ich glaube, das könnte was für mich sein, dass er oder sie die Chance hat, das zu tun. Also ich wünsche mir von der Politik in Zukunft, dass man eben halt eine größere Absicherung einfach auch als Frau hat. Gerade alleinerziehende Frauen, ne? Weil immer mehr Frauen dadurch in Männerjobs vorrutschen und zwangsweise auch vorrutschen müssen, gerade wenn sie finanziell darauf angewiesen sind. Es ist auch noch viel zu tun und da geht es um das Thema Lohnlücke, um das Thema Rentenlücke, um die Frage Vereinbarkeit, um die Frage häusliche Gewalt, Frauen in Führungspositionen, Aufwertung der sozialen Berufe. Also es gibt schon noch eine Menge Themen, wo es sich lohnt, dafür zu streiten und auch dafür einzutreten, dass eben Dinge sich noch weiter verbessern. Und wir sehen unsere Vorbilder in der Vergangenheit, die es teilweise viel, viel schwieriger hatten, für die Frauenrechte einzutreten. Und ich glaube, das kann auch Mut machen für das, was in der Zukunft noch vor uns liegt.